Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück. Wir wollten uns auf den Weg zu Big Bonnie machen. Das tun wir jetzt auch. Mal eben gucken, was wir sonst noch an Quests haben. Ach, immer nur der Ponylauf und bei Edfield über der Brücke. Jetzt würde ich aber ganz gerne erstmal das mit Big Bonnie fertig machen und dann danach gucken wir dann einfach mal weiter. So, ab in den Transporter. Und dann müssen wir zu Steves Farm. Hup, hup. So, da sind wir auch schon. Und dann mal gucken, was er sagt, wenn wir auch noch das Werkzeug repariert haben. Hallo, da sind wir wieder. Das ist in die Hose gegangen. Ob ich mal gucken will? Nein, ist doch egal, warte. Die sehen ja wie neu aus. Hat sich das Schicksal gewendet? Jetzt haben wir die Chance, Brielle. Jetzt wird es Zeit, die Uhr zu reparieren. Es handelt sich um einen kniffligen Fall und wäre ich nicht so eine Meisteruhrmacherin, hätte ich schon längst aufgeben müssen. Aber ich gebe nicht auf. Ich werde dir genau erklären, was du zu tun hast. Warum ich es nicht selbst mache? Hast du immer noch nicht verstanden, was für ein Trauma diese ganze Angelegenheit für mich war? Ich kann nicht zurück. Du musst mir dabei helfen, Brielle. Nicht für mich, aber für die Bewohner des Dorfes. Lass sie nicht im Stich. Sie brauchen eine funktionierende Uhr. Du hilfst mir? Danke. Jetzt werde ich dir erklären, was du zu tun hast. Es ist wichtig, dass die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Wenn du es richtig machst, wird die Uhr wieder laufen. Ansonsten wollen wir hoffen, dass es klappt. Du musst folgendermaßen vorgehen. Schritt 1. Benutze den Schraubenschlüssel am Rad am Ziffernblatt. Schritt 2. Schütte Öl in den großen Trichter. Schritt 3. Benutze den Drehschlüssel, um die Uhr aufzuziehen. Schritt 4. Betätige den Hebel, um die Uhr zu starten. Schritt 5. Drücke die Daumen. Viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in den Uhrenturm und unsere ganze Liste an Zeugs merken. Ich habe die Hälfte jetzt schon wieder vergessen. So, kann man eigentlich da oben rein? Ah, da kann man, glaube ich, nur rein, wenn man im Club angehört, ne? Das geht nicht. Werde zuerst Mitglied. Jawohl, okay. Dann hier rein. Und dann sollten wir zuerst... oh je, ich muss nachgucken. Schraubenschlüssel am Rad des Ziffernblattes. Jetzt erstmal gucken, wo ist überhaupt die Uhr? Also hier ist ein Schalter. Das könnte das Ziffernblatt sein. Da, ach, da unten ist... ist das der Öltank? Ja, nee. Gucken wir gleich. Also ich würde jetzt hier anfangen. Moment. Schraubenschlüssel am Rad des Ziffernblattes. Öl auffüllen und Drehschlüssel. Schraubenschlüssel. Na, Schraubenschlüssel. Dann Öl auffüllen. Das müsste dann in dem Fall ja oben sein. Ja, das sieht nach Öl auffüllen aus. Öl auffüllen. Aufziehen. Aufziehen. Machen wir an dem großen Zahnrad, denke ich. Hier. Ja, sieht danach aus. Und dann den Hebel. Nee, das ist kein Hebel. Ist... ah, hier ist ein Hebel. Ah, yay! Die Uhr funktioniert. So. Uch, dann können wir raus.
So. Okay, Angel Heart, wir können wieder zu Big Bonnie. Und ihr sagen, dass wir das alles ganz toll gemacht haben. Du hast die Uhr repariert? Hurra! Ich habe die Uhr repariert! Hurra für mich! Ich bin eine Heldin, eine richtige Heldin. Ich werde dich nie vergessen, Brielle, das verspreche ich. Wenn ich meine Auszeichnung bekomme, werde ich dir besonderen Dank zusprechen. Die Uhr aus Silverglade funktioniert jetzt wieder. Big Bonnie sei Dank. Okay. Ich will nicht eingebildet klingen, Brielle, aber jetzt werde ich Blumen und eine Auszeichnung vom Ratsmann bekommen. Vielleicht wird er mir zu Ehren auch eine Party schmeißen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Was für ein Tag. Lass uns gehen. Okay. Big Bonnie rennt schnell wie der Blitz. Na sowas. Dann rennen wir mal schnell hinterher. Oh, hallo, Uhrmacherin Big Bonnie. Wir haben uns ja schon lange nicht gesehen. Schön, dich zu sehen, Big Bonnie. Wenn du schon da bist, könntest du vielleicht die Uhr reparieren? Was? Du hast sie schon repariert? Ach, toll, danke. Jetzt muss ich aber los. Ich habe heute so viel zu tun. Was? Was hat er eigentlich gesagt? Er hat gar nicht gemerkt, dass ich weg war? Bin ich so unansehnlich? Oh, ich bin nicht mehr wert als... Niemand hat gemerkt, dass ich jahrelang weg war. Das ist schrecklich. Ich bin wertlos, ein kleiner Krübel, eine Laus. Schnupf. Bitte entschuldige mich, Brielle. Ich muss zurück ins Silo und dort meine Tage in ewigen Kram und Einsamkeit verbringen. Hallo, Brielle, kann ich dir helfen? Warum sieht Big Bonnie so unglücklich aus? Was ist passiert? Oh, das verstehe ich natürlich. Sie war im Exil, weil sie dachte, sie wäre für den Untergang des Dorfes verantwortlich. Und jetzt, wo die Uhr repariert ist, hat sie sich eine andere Reaktion erhofft. Was sollen wir denn da machen, Brielle? Alle haben Armbanduhren und Handys und niemand braucht die Ratsuhr. Wir müssen sie aufheitern. Ich werde noch einmal mit ihr sprechen, Brielle. Uhrmacherin Big Bonnie? Bitte verzeih mir mein Auftreten vorhin. Du musst verstehen, dass ich ohne die Ratsuhr in den letzten Jahren morgens nie aufstehen konnte, da mich niemand mehr geweckt hat. Ich habe mich regelrecht in einen Zombie verwandelt. Aus diesem Grund meine Reaktion etwas schwach. Inzwischen sind die Neuigkeiten aber in mein langsames Hirn vorgedrungen. Du hast eine grandiose Tat vollbracht. Als du uns damals verlassen hast, waren wir wahnsinnig enttäuscht und sauer auf dich. Wir konnten nicht verstehen, wie du uns mit einer kaputten Uhr allein lassen konntest. Nach ein paar Jahren verstanden wir dann, was für einen schwierigen und wichtigen Job du hast. Einer nach dem anderen von uns stieg in den Turm hoch, um die Uhr zu reparieren. Doch keinem ist es gelungen. Und schon einen Tag nach deiner Rückkehr funktioniert die Uhr wieder. Du bist eine wahre Heldin. Aus Dank ernenne ich dich zu Silverglades Stadtuhrmacherin des ersten Grades. Uhrmacherin Big Bonnie, tausend Dank. Bitte verlasse unser Dorf nie wieder. Ohne dich wird es untergehen. Wusste ich's doch, Brielle. Ich will nicht eingebildet klingen, aber ohne mich bleibt das Dorf einfach stehen. Ich werde nie wieder fortgehen. Nie wieder. Alles dank dir, Brielle. Nimm dies als Geschenk für deine Hilfe. Jetzt muss ich wieder nach Hause. Nach 5 Jahren im Exil gibt es unfassbar viel zu putzen. Komm mich doch mal besuchen, wenn du Zeit hast. Tschüssi! Okay. Big Bonnie verschwindet in Richtung ihres Hauses, um zu feiern. Ihr seht euch irgendwann wieder wahrscheinlich. Okay, was haben wir denn da? Das ist aber schick. Aber Reiten 2 Pflege 3 ist natürlich schlechter wie unsere Bobcat-Jacke. Moment. Reiten 2 Pflege 3, ja. Aber das Springen und so, das reißt es nicht raus. Das ist echt schade, aber schick. Schick, schick. Das packe ich mir mal hier unten hin. Das kann man mal zum Tanzen gehen verwenden. Okay, jetzt haben wir Big Bonnie ihre Sachen erledigt. Jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir jetzt hier noch an Quests. Ponylauf und Adfield. Dann würde ich doch sagen,
Würde ich doch tatsächlich sagen, gehen wir nach Adfield und machen dort ja, auf der über der Brücke weiter. Ich wollte ja erst eigentlich diese Seite hier fertig machen. Aber erstmal gehen wir nochmal zum Stall und füttern Angel Heart. Aber ja, irgendwie müssen wir jetzt ja warten, so lange, also einen Tag warten. Deswegen machen wir jetzt einfach über der Brücke weiter. Ich denke, letztendlich ist es auch egal, wo wir weitermachen. Ja, machen wir einmal volles Programm. So. Und das da. Ja, und da müssen wir jetzt nach Morland, ne? Hier, das ist, glaube ich, ein weißes Tinker, oder? Ja, das ist einer. Das ist genau das, was ich haben möchte. Und das steht, wie gesagt, in Fir Grove. Und da kommen wir dann irgendwann hin, wenn wir eben hier Silverglade fertig haben, weitestgehend. Dann gehen wir da in die Richtung weiter. Was es jetzt über der Brücke gibt, das weiß ich noch gar nicht. Also ich weiß, was es in Fir Grove und in Valedale, Valedale, was weiß ich, wie das ausgesprochen wird, hier, das da. Valedale oder so. Ein komischer Name, man weiß immer nicht, also ich weiß immer nicht, wie ich das aussprechen soll. Auf jeden Fall da in die Richtung und eben Fir Grove und so. Da weiß ich jetzt schon so ein bisschen Bescheid, aber über der Brücke noch so gar nichts. Also das ist jetzt dann auch alles neu für mich. Vielleicht sind da ja auch noch ein paar Pferdchen, die uns gefallen. So. Ach, Brücke war da lang, genau. So, gucken wir mal. So, okay. Ah, Donald steht hier immer noch. Wollte der nicht eigentlich gehen? So, über der Brücke. Hallo. Hallo, Edfield. Der Typ erinnert mich ein bisschen an, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch an, Alan Wake. Der sieht irgendwie, ja, sehr ähnlich aus. Zumindest erinnert er mich tierisch an ihn. So, ich werde dir helfen, zum Jovik-Stall zu kommen. Doch erst musst du mir bei etwas helfen. Was? Erpressung? Glaubst du, dass ich so etwas mache? Nein. Du hilfst mir und ich helfe dir. So hilft einer dem anderen. Bitte. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich schaffe es nicht alleine. Bitte, bitte, bitte. Du machst es? Danke, danke, danke. Okay, fange damit an, mir einen Stift und einen Zettel zu holen, sodass ich eine Liste machen kann. Ich weiß nicht genau, wo du die Sachen finden kannst, aber sie werden irgendwo hier sein. Okay, also einen Zettel habe ich schon gefunden. Der lag schon die ganze Zeit hier. Und ein Stift. Ein Stift. Hier vielleicht? Da. Das könnte ein Stift sein. Jawohl. So. Mensch, hier sind so viele Büsche. Herrlich. Ich werde jetzt aufschreiben, was alles gemacht werden muss. Mein Gehirn kommt wieder richtig in Fahrt. Wie heißt du eigentlich? Brielle? Das wird der Hammer, Brielle. Was soll ich schreiben? Was soll ich schreiben? So viel. Es steht einfach still. Das Gehirn ist in voller Fahrt, aber ich kann den Gang nicht hochschalten. Oi, oi, oi.
Du, hol mir meine Denkmütze. Wie konnte ich das vergessen? Ohne sie geht es nicht. Sie muss hier irgendwo sein, aber ich weiß nicht, wo genau. Ich guck mal hier, dann kannst du dort hinten gucken, okay? Okay. Denkermütze. Wo könnte jemand seine Denkermütze verloren haben? Hier? Nö. Das hier weiter hoch? Halt, da. Auch nichts gefunden. Oh, hier steht ja ein Pferdetransporter. Ah, sehr schön. Bleib mal hier. Ich gehe da mal rein. Mal hier gucken, es sieht sehr interessant aus. Sieht so nach altem Laden aus. Oder, ja, Schuppen, Scheune, sowas. Ha, war nix. Können wir weiter? Hier sind Läden. Aber ohne Verkäufer. Da ist auch noch was. Ist das ein Plumpsklo? Sieht fast aus wie ein Plumpsklo. Hm, ich habe die Mütze gefunden. Juhu. Was haben wir hier noch? Sonst ist hier nichts. Da komme ich wieder runter, oder? Sieht zumindest so aus. Ja. Okay. Ich habe deine Mütze. Guck. Oder gut. Egal. Da, ach, guck. Da ist ja meine Mütze. Jetzt werde ich hervorragend denken können. Also, jetzt sitzt sie, wo sie sitzen soll. Bist du bereit? Bereit für massenhaft tolle Ideen? Gespannt auf den nächsten Nobelpreisträger? Lehn dich zurück. Denn jetzt komme ich, der einzige Gehirnstürmer. Nein, Gehirnorkan. Okay, okay, jetzt komme ich in Fahrt. Mach dich bereit. Zuerst brauchen wir einen modernen Namen. Etwas Starkes, Globales, Luxuriöses, Familienfreundliches, Biologisches. Warte, stör mich nicht. Jetzt weiß ich es. Wolf Hell Inn. Beautiful. Was für ein Name. Es erinnert an den ursprünglichen Namen des Gasthauses, ist aber frisch und modern zur gleichen Zeit. Das wird super toll. Okay, du siehst affig aus mit der Mütze. Aber es macht gar nichts. Okay, ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal den Part beenden und im nächsten Part gucken wir dann, wie wir Edfield weiterhelfen können. Also bis denn. Ciao, ciao.